Unanständig schön ist sie und macht auch nie sehr viel Tamtam auf Instagram und Co. darum. Will auch kein Foto von der Klum bekommen. Was der Herrgott geben konnte, hat die Frau genommen. Nicht bloß Brüste, Beine, Po, auch Herz und Hirn und irgendwo dazwischen reichlich Seele, die durch ihre Haut scheint, irgendwie. Unerhört uneitel ist ein Social-Media-Antichrist wie sie, patent, gesegnet, mit Talent für 1000 Traumkarrieren. Laufstege sind Königswege für ein paar Rockstar-Affären. Sie hat da ja sehr viel mehr zu bieten. Eine Diane Keaton in Helen Duval-Gestalt. Wer die beiden kennt, ist alt. Ich muss sie teilen mit der geilen Fantasie der Nachbarschaft, die ihr von mir ganz ungeniert ein Loch ins Polyester gafft. Unanständig schön ist sie und macht doch nie dabei sehr viel Bohai um sich und mich. Miss Merz trägt ein Eva-Kostüm, nicht Nerz. Allein schon aus Prinzip, tierlieb und dennoch ohne Herdentrieb geht sie durch diese Welt, hält Geld für was, das man nicht lange halten sollte. Wer zum Teufel wollte, nächtens noch ins Internet, erwachte er am Morgen neben dieser Halbgöttin im Bett. Der Reime sind genug gedrechselt, ehe man mich mit Brecht verwechselt.